Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Bildungsminister Heinz Fassmann. Der ist uns jetzt aus dem Ministerium zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Minister. Ja, schönen guten Abend meinerseits. Herr Minister, jetzt gibt es seit letzter Woche Öffnungen in ganz Österreich. Die Schulen haben schon etwas länger offen als die anderen Bereiche. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus zu diesen Öffnungsschritten? Ja, Öffnungsschritte bei den Schulen hieß im Wesentlichen, dass der Wechselunterricht, der Schichtbetrieb in der Sekundarstufe weggefallen ist und wir jetzt wieder einen Präsenzunterricht haben in allen Schulstufen. Meine Bilanz ist ausgesprochen positiv. Ich glaube, es haben sich alle gefreut, sowohl die Eltern als auch die Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer, denn Distance Learning oder auch ein Schichtbetrieb ist oft mit sehr viel zusätzlicher Arbeit verbunden. Es ist, glaube ich, ein rundes Ereignis geworden. Wir sehen auch anhand der fallenden Infektionszahlen, wir testen ja wöchentlich dreimal, das Ganze ist auf sicheren Boden. Ich bin sehr zufrieden damit. Herr Minister, Sie haben gerade die Infektionszahlen angesprochen. Die gehen zum Glück in ganz Österreich derzeit runter. Wir haben nur noch dreistellige Neuinfektionen. Aber wie schaut es denn konkret in den Schulen aus? Wie viele positive Fälle gab es jetzt in dieser letzten Woche? Ja, wir hatten in 1.500, 2.000 vor etlichen Wochen noch. Wir sind jetzt schon unter 1.000, deutlich unter 1.000 geraten, etwa 600 Infektionsfälle. Wir sehen gerade bei den Lehrern und Lehrerinnen eher sinkende Infektionen. Das mag auch schon ein Effekt von der Impfungen sein. Bei Schüler und Schülerinnen ist es leicht sinkend. Dort haben wir leider noch keine Impfmöglichkeit. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir in einer doch relativ sicheren Situation. Wie läuft denn das Testen? Es wird ja jetzt dreimal in der Woche getestet. Es gibt diesen Ninja-Pass, wo die Kinder dann ja auch ihre Testergebnisse eintragen. Wie funktioniert das? So wie ich höre in den Schulen, aber auch von den direkt Betroffenen, funktioniert das sehr gut. Wir testen in den Schulen auf der einen Seite auch mit sensibleren Tests in der Sekundarstufe. Diese Tests werden, wie gesagt, in diesem Ninja-Pass auch vermerkt. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, jetzt nicht ein sehr kompliziertes Nachweissystem in der Schule zu implementieren. Das hätte, glaube ich, doch zu einem bürokratischen Overkill geführt. Dieser Ninja-Pass ist einfach, er ist spielerisch. Ich bitte die älteren Schüler und Schülerinnen, diesen mit einem kleinen Schmunzeln zur Kenntnis zu nehmen. Ich weiß, das ist nicht mehr altersgerecht. Nichtsdestotrotz wird das angenommen von den Restaurants, von den Sportvereinen. Und es ist ein einfaches Nachweissystem und ich glaube, es funktioniert sehr gut. Jetzt gibt es ja auch eine kleine, aber doch durchaus renitente Gruppe an Testverweigerern. Wie viele sind denn das, die sich da derzeit nicht testen lassen in den Schulen? Ja, das werden Gott sei Dank immer weniger. Es ist jetzt schon unter 1%, 0,8% in etwa der Schüler und Schülerinnen. Ich bedauere es, weil unsere Testung ist eine ganz niederschwellige Testung. Das tut niemandem weh und wir haben Gewissheit, dass wir hier infektionsarme oder freie Klassen haben. Nichtsdestotrotz, man muss das zur Kenntnis nehmen, wenn das Eltern nicht wollen. Diese Schüler müssen halt dann über Homeschooling das nachholen, was sie in der Schule versäumen. Das geht auch. Aber den Schülern selber, glaube ich, fehlt so etwas wie soziale Begegnung mit den Gleichaltrigen. Es entgeht ihnen etwas und das kann das Elternhaus als solches auch gar nicht ersetzen. Aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Wie lang wird denn das mit diesen 3 Tests pro Woche Ihrer Meinung nach noch notwendig sein? Ja, das müssen wir abwarten. Wir haben es einmal geplant, jetzt bis Schulende. Wir sind hier auf der sicheren Seite. Wir müssen beobachten, wie die Infektionszahlen sich insgesamt entwickeln. Wir haben ja jetzt am 19. doch bedeutsame Öffnungsschritte getan. Ich sehe manchmal auch Bilder in den Medien, die mich ein klein wenig verunsichern,
von großen Menschenmengen, die feiern, was unbenommen ist. Aber ich glaube, man sollte hier ein wenig auch mit Vorsicht vorgehen und schauen, ob die Infektionszahlen nicht wieder steigen oder zumindest auf einem Niveau bleiben, auf einem dreistelligen Niveau bleiben, wo wir zu anderen Zeiten schon ganz nervös gewesen sind. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Impfungen aus von Schülerinnen und Schülern? Wir haben ja zum Glück, muss man sagen, eine steigende Impfquote in Österreich und es können ja jetzt Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. Würden Sie Schülern ab 12 empfehlen, sich impfen zu lassen? Ab 12 ist noch nicht abgeklärt. Die EMA, die europäische Behörde, wird erst diese Woche möglicherweise den Impfstoff für die 12- bis 16-Jährigen freigeben. Was wir derzeit machen können, ist bei den 16-Plus-Jährigen auch impfen. Ich kann letztlich nur empfehlen, von diesem Impfangebot Gebrauch zu machen. Gerade für die Älteren eröffnet sich damit die Möglichkeit, auch vielleicht Matura-Reise wieder durchzuführen. Und wenn wir zu den jüngeren Altersgruppen kommen, dann werden wir sicherlich auch entsprechendes Bewusstsein schaffen, dass das eine wesentliche Maßnahme ist, um auch, wenn man so will, zu einer Schule im Herbst zu kommen, die wieder als Schule im Präsenzunterricht funktionieren kann. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass diese Impfungen dann im Herbst beispielsweise auch über die Schulärzte, also an den Schulen, abgewickelt werden? Wir diskutieren derzeit mit dem Gesundheitsministerium, was die praktikabelste Form ist, ob wir in Schulen, gerade in großen Schulen, und wir haben ja Schulen mit einigen tausend Schülern und Schülerinnen, ob man dort eigene Impfstationen einrichtet oder ob wir unsere mobilen Teams mit Schulärzten, haben wir derzeit schon, ob die dann in Schulen fahren und dort Impfungen durchführen oder ob wir das Impfen ganz dezentral den praktischen Ärzten überlassen. Das wird derzeit diskutiert. Mein Ministerium ist hier bereit, jede Unterstützung angedeihen zu lassen, damit wir hier zu einer, wenn ich so will, sagen möchte, zu einer einfachen Art der Verimpfung kommen. Haben Sie da eine Präferenz? Fänden Sie es sinnvoll, hier in den Schulen auch direkt zu impfen? Ich glaube, dass das in den großen Schulen wahrscheinlich sinnvoll ist, aber das muss mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen werden. Die haben ja dort die Hauptverantwortung auch zu tragen. Herr Minister, jetzt haben wir ja in Gastronomiebetrieben, in Hotels, eigentlich in allen sozusagen Bereichen, die geöffnet wurden, diese berühmte 3G-Regel: getestet, geimpft oder genesen. Wird es die auch in den Schulen geben dann ab Herbst? Also wenn ich dann geimpft bin, brauche ich dann keinen Test mehr beispielsweise? Naja, das werden wir sehen, weil ja nicht alle getestet, weil nicht alle geimpft oder genesen sein werden. Es sind ja Gott sei Dank nicht alle erkrankt. Also müssen wir das dritte G wahrscheinlich noch offen halten, nämlich dass auch getestet werden kann. Ich will auch darauf aufmerksam machen, dass in der Primarstufe bei den 6- bis 10-Jährigen die Frage, ob wir dann schon eine Impfung haben werden, eine Frage ist, die noch nicht beantwortbar ist. Also von den Getesteten und Geimpften, die Primarstufenschüler werden wahrscheinlich im Herbst noch nicht geimpft sein. Also testen, glaube ich, werden wir weiter ins Auge fassen müssen. Aber müssen sich dann auch geimpfte Schüler weiter testen lassen oder bekommen die dann quasi einen Testfreifahrtsschein, so wie es ja jetzt eben im Lokal auch ist? Wenn ich geimpft bin, muss ich mich ja nicht zusätzlich testen lassen. Ja, ich glaube, das müssen wir mit dem Gesundheitsministerium diskutieren, was hier die beste Möglichkeit für die Schule ist. Wissen Sie, die Schule ist ja dann schon noch immer eine ganz besondere Institution, während wir im Gasthaus über Abstandsregeln diskutieren können und schauen können, wie weit sind die Tische voneinander entfernt. In der Schule ist das Einhalten von Abstandsregeln in der Regel nicht möglich. Daher ist es, glaube ich, noch eine besondere Situation, gehört diskutiert. Ich würde noch gern zur Maskenpflicht kommen. Da gibt es derzeit eine Diskussion und alles deutet darauf hin, dass am Freitag es Erleichterungen geben soll bei der Maskenpflicht, vor allem bei der FFP2-Maskenpflicht. Wie sieht es denn in den Schulen aus? Wie lange werden Schülerinnen und Schüler noch Masken tragen müssen? Die Erleichterungen, die vielleicht am Freitag kommen werden, beziehen sich ja im Wesentlichen auf den Außenbereich. Der Innenbereich ist davon unbenommen. Und so ist auch die Situation in den Schulen eigentlich davon auch noch unbenommen. Ich glaube, wir werden diese Art und Weise, Maske in der Schule zu tragen, in der Sekundarstufe
in der Primarstufe ja nur dann, bis man den Schulplatz eingenommen haben, bis auf Weiteres fortführen. Wenn wir sehen, dass die Infektionszahlen deutlich heruntergehen und wenn wir sehen, dass auch andere gesellschaftliche Bereiche hier mit der Maskenpflicht anders umgehen, müssen wir im Schulsystem sicherlich reagieren. Jetzt hat der Gesundheitsminister ja anklingen lassen, dass man von der FFP2-Maskenpflicht zumindest auf einen normalen Mund-Nasen-Schutz zurückgehen wird. Also dieser eh uns schon bekannte MNS. Fänden Sie das auch für die Schulen sinnvoll, statt der FFP2-Maskenpflicht, die ja ohnehin, glaube ich, nur für Oberstufenschüler gilt, hier auf MNS, also normalen Mund-Nasen-Schutz, wiederzugehen? Ja, also das ist eine Frage, die stellt sich derzeit noch nicht. Ich glaube auch, dass die FFP2-Maske im schulischen Alltag Einzug gehalten hat und auch gar nicht mehr so als eine große Belastung empfunden wird im Vergleich zu einem normalen Mund-Nasen-Schutz. Das sind alles Dinge, da haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und auch die zu klären. Herr Minister, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Matura aus? Geht er jetzt ins große Finale? Wie läuft es da? Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Matura läuft gut. Sie läuft immer dann gut, wenn wir wenig Rückmeldungen über irgendwelche kleineren oder größeren Katastrophen haben. Und wir haben hier keine Rückmeldungen. Ich weiß auch, dass die Mathematik-Matura, glaube ich, eine faire Matura ist, die tatsächlich Leistung überprüft und nicht durch lange Texte letztlich uns in andere Gefilde führt. Läuft, glaube ich, gut. Es war auch eine richtige Entscheidung, dass wir im Falle von Quarantäneentscheidungen oder von positiven Tests einen Extratermin gemacht haben, weil das auch in keiner großen Zahl, aber dennoch in Anspruch genommen wird. Insgesamt, glaube ich, guter Prozess und die Entwicklung ist, glaube ich, zufriedenstellend. Wie ist es denn mit der Benotung? Das war ja ein bisschen ein Reizthema in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Sie haben ja gesagt, dass Sie appellieren, dass man hier bei der Benotung auch ein bisschen Nachsehen hat. Wird leichter benotet? Nein, es wird nicht leichter benotet, aber es wird fair benotet. Und es wird auch berücksichtigt, wie waren die Lernumstände. Ich sage es öfters und auch jetzt, unsere Lehrer sind Profis in dem Bereich und sie sind ganz nah, sie sind auch ganz nah bei den Kindern und sie können am besten beurteilen, was jeweils leistungsadäquat an Noten zu geben ist. Volles Vertrauen in meine Pädagogen. Abseits von der Matura, man wird aber heuer wieder mit einem Fünfer aufsteigen können. Ja, das wird man wieder machen können. So wie letztes Jahr ist, glaube ich, eine richtige Regelung. Und apropos Sommer, wie sieht es jetzt mit dieser Summer School aus? Wird die heuer für gewisse Schüler verpflichtend sein? Nein, die Sommerschule wird ähnlich organisiert wie letztes Jahr. Wir verbreitern sie aber. Es ist jetzt nicht nur mehr eine ganz spezifische Deutschförderung, sondern auch eine Mathematikförderung und eine Sachkundeförderung dabei. Wir werden sie zahlenmäßig aufstocken. Das heißt, wir werden mehr Schüler aufnehmen können. Und es ist, glaube ich, eine sehr willkommene Einrichtung, gerade für jene Schüler, die vielleicht eine besondere Förderung benötigen, dass sie gleichsam aufgewärmt in das nächste Schuljahr einsteigen. Die Sommerschule hat sich letztes Jahr als Erfolg herausgestellt und ich bin ganz sicher, dass er sich dieses Jahr auch bewähren wird. Und zum Schluss noch ein bisschen ein Ausblick auf den Herbst vielleicht. Rechnen Sie im Herbst dann wieder mit einem normalen Schulbetrieb? Ja, was ist ein normaler Schulbetrieb? Man hat schon ein bisschen gleichsam die Normalität angesichts der des Covid-Jahres vielleicht auch aus dem Auge verloren. Ich rechne damit, dass wir aufgrund der Impfungen gute Voraussetzungen haben, Schule mit Präsenzlehre durchführen zu können. Aber ich höre auch auf jene Virologen, die sagen, Virusinfektionen werden im Herbst auch wieder kommen. Vielleicht nicht mehr so intensiv und nicht mehr so umfassend, aber sie werden die Gesellschaft erfassen. Dahingehend, sage ich auch, muss man sicherlich vorsichtig sein und manche Dinge wie vielleicht ein Monitoring weiterführen. Aber die Situation wird im Herbst sicherlich dank der Impfungen,
die, kann ich nur sagen, hoffentlich angenommen werden, eine bessere sein, als es im vergangenen Herbst war. Herr Minister, vielen Dank und schöne Grüße. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter. Und dann wird es spannend. Und zwar geht es um das Duell um den FPÖ-Spitzenkandidaten. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, sagt man ja immer wieder. Und dazu ist gleich der Chef der FPÖ Oberösterreich, Manfred Heim-Buchner, zu Gast bei Isabel. Daniel, wie sieht er das Duell zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer? Wer soll seiner Meinung nach Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl werden? Darüber spricht Isabel Daniel gleich mit ihm. Und sie spricht auch über seine Corona-Erkrankung. Er war ja mehrere Tage sogar auf der Intensivstation, musste künstlich beatmet werden. Sehr, sehr dramatisch. Auch dazu spricht Isabel Daniel gleich mit Manfred Heim-Buchner nach einer ganz kurzen Werbepause.